Wir sind Volker Sattel und Stefanie Gauss. Nach unserer Premiere in Tokio unseres Films Beyond Metabolism. Eigentlich hat es angefangen mit der Berlinale 2011, wo Unter Kontrolle lief. Ein langer Dokumentarfilm von mir. Und dort war Ko Yong Katsu vom Image Forum zu Gast und haben dort den Film gesehen. Und dann gab es September 2011 eine Premiere in Japan, wo wir beide eingeladen waren. Metabolism ist uns begegnet in einer Ausstellung im Mori Art Tower in Tokio während diesem Aufenthalt. 1960 haben sich die Metabolisten gegründet. Anlass war der World Design Congress. Und ich glaube, wir waren extrem beeindruckt, eben an diesem Ort von ihrem Tun zu erfahren. Diese Ausstellung war einfach auch eine große Entdeckung. Wir kannten die Metabolisten vorher nicht. Und das ist nochmal so eine neue Utopieströmung aus der eben zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts uns bewusst geworden. Und da sind wir dann auf das Kongresszentrum in Kyoto gestoßen, was Satche Ohtani gebaut hat, der gar nicht unbedingt ein Metabolist war, aber dessen Haus auch Teil dieser Ausstellung war. Was beeindruckend war, war das Gefühl, den Film im ICT Kyoto selber zu zeigen. Ein Film, der ja noch ein wichtiges Moment hat, das Moment der Übersetzung, was dort einfach in der Architektur präsent ist. Dieser Begriff Metabolismus scheint auch in Japan erklärenswürdig zu sein. Also es ist nicht so, dass sich sozusagen irgendwie diese Strömung, dieses Thema in so einer Begrifflichkeit durchgesetzt hätte, sondern man hat das Gefühl, dass man sehr viele Japaner in diesem Moment näher bringt und vermittelt und nochmal auch eben dieses Gedankengut. Ich glaube, wir haben uns tatsächlich über die Zusammenarbeit zu einem anderen Film Laufhaus kennengelernt, der eben ein deutsches Haus porträtiert. Und ich glaube, das ist schon so ein Moment, was auch unsere Zusammenarbeit beschreibt. Es sind irgendwie Häuser, es sind Architekturen, die Atomkraftwerke natürlich auch als solche, die uns interessieren und die auch immer wieder ganz andere Anhaltspunkte und auch formale Punkte geben, wie daraus Projekte entstehen. Hast du die Regenrinne gesehen? Ja, Wahnsinn. Man spürt eine Faszination für die Formensprache, für die Theorie, die vielleicht hinter diesem Haus steht. Um das sozusagen irgendwie ganz einfach zu lokalisieren, gibt es bestimmt sehr, sehr, sehr viele Orte, die wir in Japan bereisen möchten, noch ein bisschen auf den Spuren irgendwie von anderen Architekturen aus dieser Periode, auch unter ganz anderem. Wir wollen unbedingt noch an die Westküste von Japan. Seltsamerweise, ich würde das so beschreiben, Japan ist auf eine Art und Weise näher gekommen. Davor war Japan zu bereisen einfach, erschien unglaublich kompliziert. Und das hat sich einfach ganz eindeutig geändert. Ja, es ist schon immer recht aufregend, anregend hier zu sein natürlich, weil an der Oberfläche ist so vieles vertraut, aber dahinter gibt es so viel zu entdecken oder bleibt auch so vieles rätselhaft. Und das ist was, was mir sehr gut gefällt, ähnlich wie vielleicht der Architekt Satche Ohtani, der eben keiner dieser ganz berühmten Architekten war und immer so für mich auch noch so ein Rätsel blieb, weil ich in diese japanische Kultur nicht wirklich eintauchen kann. Ich krieg so Einblicke und ja, das gefällt mir. Vieles andere auch. Oh, no, but this is beautiful. Yes. Oh, no, the world is... Oh, God. 昨日の菅原さんと一緒です。彼女は昨日、ビヨンドメタボリズム。